Stop it go. Baustellen, Straßensperren, Umleitungen. Auf der A4 zwischen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla gibt es in beiden Richtungen Bauarbeiten. Die Fahrbahnen sind eingeengt. Ebenfalls zwischen Weißenberg und Bautzen-Ost laufen in beiden Richtungen Fahrbahnerneuerungen auf einer Länge von 2,4 Kilometern. Und noch bis Freitag gibt es Baustellen zwischen den Abfahrten Ohorn und Bogau. In allen Fällen sorgen die eingeengten Fahrspuren für Stau- und Unfallgefahr. Die Clara-Zetkin-Straße in Bautzen ist zwischen dem Kreisverkehr Schliebenstraße und der Friedensbrücke halbseitig gesperrt. Während der Verkehr stadtauswärts an der Baustelle vorbeifließen kann, ist stadteinwärts eine Umleitung über die Heilig-Geist-Brücke und den sogenannten Lindenberg eingerichtet worden. Der Postplatz in Bautzen ist von der Einmündung Bahnhofsstraße bis zur Einmündung Karl-Marx-Straße vollgesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Seminarstraße in Bautzen ist zwischen Schilleranlagen und Schirnerstraße vollgesperrt. Fußgänger können den Bereich passieren. Die Taucherstraße in Bautzen ist in Höhe der Einmündung Friedrich-Engels-Platz gesperrt. Die Zufahrt ist nur noch über die Mettigstraße möglich. Die B96 ist auf dem Abschnitt zwischen Großserchen und dem Abzweig Neubuchwalde komplett gesperrt. Umgeleitet wird großräumig über Hoyerswerda die S108 in Losa und dann über die B156 Uist nach Bautzen. In Uist kann aber auch auf die S101 gewechselt und dann über Milkel und Königswartha wieder auf die B96 aufgefahren werden. Die Ortsverbindung zwischen Maukendorf und Knappenrode ist gesperrt. Hier wird über Koblenz, Mordka und die S108 Loser und Hoyerswerda umgeleitet. An der Ortsverbindung zwischen Koblenz und Mordka werden Kabel verlegt. An den Baustellenbereichen kommt es zu halbseitigen Sperrungen. Die B96 in Naard ist in Höhe am Damm halbseitig gesperrt. Hier erfolgen Instandsetzungsarbeiten an der Brücke. Eine Ampel regelt den Verkehr. Die B97 in Königsbrück wird ab dem 5. Juli in Richtung Dresden halbseitig gesperrt. Auf einem Abschnitt werden die Lärmschutzwände instand gesetzt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. In Ottendorf-Okrilla ist ab Montag der Bahnübergang in der Radeberger Straße vollgesperrt. Umgeleitet wird hier über das Gewerbegebiet. Die S95 im Hoyerswerda Ortsteil Dörgenhausen ist vollgesperrt. Umgeleitet wird großräumig über die B97, also Görlitzer Brücke, die B96 sowie Brischko und Wittichenau. Der Neumarkt in der Hoyerswerda Altstadt ist vollgesperrt. Die Umfahrung ist über die Kolpingstraße, B96 und Senftenberger Vorstadt ausgewiesen. Der Schmiedeweg in Hoyerswerda ist inklusive Bahnübergang komplett gesperrt. Die Straße wird im Zuge der Arbeiten zur Ortsumfahrung verbreitert. Bis Mitte Juli sind die Arbeiten vorgesehen. Die B96 im Einfahrtsbereich des Schmiedeweges ist in den nächsten Tagen halbseitig gesperrt wegen der Asphaltierungsarbeiten. Auf der S94 Bernsdorf in Richtung Kamenz wird ab Montag zwischen den Abzweigen Straßgräbchen und Bieler die Deckschicht erneuert. Bis zum 7. Juli regelt eine Ampel das Vorbeikommen. Vom 9. bis 14. Juli ist die Straße komplett dicht. Eine Umleitung wird ausgeschildert. In Straßgräbchen wird in der Schulstraße gebaut. Die Umleitung führt über die B97 und S94. In der Wallstraße und Grüne Straße in Kamenz werden Medien neu verlegt und im Anschluss wird dort grundhaft ausgebaut. Eine Umleitung über die Hohe Ost- und Poststraße bzw. den Böhnischplatz ist ausgewiesen. Die Kamenzer Weinbergstraße ist im Bereich zwischen der Mauerschleuse und der Elsa-Brandström-Straße komplett gesperrt. Eine Umleitung ist auch hier ausgewiesen. Die Nordstraße in Kamenz ist zwischen der Kreuzung an der Windmühle und der Krausche Straße wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Hier werden Medien neu verlegt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die S100 in Panschmitz-Kuckau ist abschnittsweise vollgesperrt. Eine Umleitung ist auch hier ausgeschildert. In Pulsnitz ist die Waldstraße wegen Kanalbauarbeiten vollgesperrt. Umgeleitet wird über die Großröhrsdorfer Straße und zur Hufe. Die S104 ist zwischen Reichenbach und Reichenau komplett gesperrt. Hier wird eine Stützmauer erneuert und im Anschluss der Asphalt. Eine Umleitung erfolgt über Bischheim, Kamenz und die S100.
Jetzt geht es weiter in Richtung Brandenburg. In Spreewitz ist die Kreisstraße im Bereich der Siedlung komplett gesperrt. Hier wird die Brücke erneuert. Eine Umleitung ist über Spremberg, Trattendorf und Schwarze Pumpe ausgeschildert. Die Ortsdurchfahrt in Hosena ist gesperrt. Die Umleitungsstrecke führt über Lauter, Bernsdorf und Grünewald. Auf dieser Umleitungsstrecke wird zwischen Wiednitz und Grünewald die Brücke über das Rulander Schwarzwasser neu gebaut. Eine Ampel führt an der Baustelle vorbei. In Senftenberg wird die Grünstraße vom 7. Juli bis voraussichtlich zum 13. Juli zwischen dem Steindamm und der Zufahrt zum Parkplatz des Amtsgerichtes vollgesperrt. Der Parkplatz ist nur eingeschränkt nutzbar, die Zufahrt nur aus Richtung Knappenstraße möglich. Und in Spremberg ist die Brücke Wendenstraße noch vollgesperrt. Die Überführung soll noch bis Juli neu gebaut werden. Egal, wo Sie unterwegs sind, kommen Sie störungsfrei ans Ziel. Stop and Go. Baustellen, Straßensperren, Umleitungen.